Hallo Leute, willkommen zurück zu World of Warcraft. Natürlich wie immer mit Co-Partner Darth Sephiroth. Hallo zusammen. Wir sind in der Scherbenwelt. Ja, und der letzte Part wurde um 7 Minuten zu viel. Aber ist ja wurscht, ne, macht ja nichts. 7 Minuten, was ist 7 Minuten? Das ist ja gar nichts. Ein längerer Klogang, ja. Wenn ja, man genau. Jetzt irgendwie Verstopfung hat, ja. Genau. Ab 15 Minuten schlafen dann schon die Füße ein, habe ich gemerkt, ja. Ach, hör auf, wirklich? Dann hast du aber eine schlechte Durchblutung. Stimmt. Ja. Bei mir blutet zwar anders rein, ja. Bin gleich 59. Wirklich? In deiner Videobeschreibung steht, du bist 23. So ein Lügner. Jetzt lügst du, aber ich bin 21. Oh. Jetzt habe ich die falsche gelesen. Ah, die Jahre vergehen. Wirst du noch sehen. Was, brauchen wir schon wieder die Orks? Ne, wir müssen ja nur... Ach, hör auf. Okay, der hat aber gute Range, der Typ. Okay, wo sind die Kanonen? Hä? Hallo? Ach, da. Ich glaube, das sind die. Dieser Riesending da. La 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 la. Ja, das ist es. Hat's für dich auch gezählt? Ich, jo. Bam, passt. So. So, das war's dann, ne? Jetzt die andere Kanone. Wo ist denn die? Ach, die ist ein bisschen weiter westlich. Die heißt ja auch westliche Kanone. Ich folge dir bis in den Tod. Nee, da will ich Ruhe von dir haben beim Tod. Okay. Mit meinen letzten Atemzügen wäre ich noch ein paar Meter weg. Dann mit einem feuchten Furz mich von der Erde verabschieden. Und irgendwann wächst aus meinem Körper ein Baum. Aber weißt du, dass das tatsächlich mal gegeben hat in Amerika? Da ist aus einem Typen ist eine Pflanze rausgewachsen. Ohne Verarsche. Cool, aus dem Arsch? Nee, aus der Brust ist ihm das rausgewachsen. Also. Nee, ist wirklich so, ist ihm wirklich rausgewachsen. Dann hat er wahrscheinlich die Analdrüsen falsch montiert. Ja, der Darth Sephiroth hat einfach keinen Sinn für Moral. Überhaupt nicht. Nee. Der Typ musste leiden, aber er lacht. Den haben sie ja, glaube ich, 5 oder 6 Mal operiert. Deswegen. Du stirbst ja gleich. Brauchst du meine Hilfe? Ach nö. Hat's gezählt für dich? Jo. Bam. Aber ich krieg jetzt wirklich Ärger. Warum? Sind immer mehr. Okay, warte, ich komm schon. Aber Level up. Oh. Jetzt gibt's auf die Schnauze. Geht Zeit übrigens. Danke. Ja, die sind aber auch blutrot, deswegen wahrscheinlich, dass das ein bisschen aufs Maul bekommen. Ja, der Frankie bekommt so gut wie gar keinen Schaden, das ist geil. Yep, das war's. So, die Quests gehen hier viel fixer als in Classic, findest du nicht? Schon, um einiges. Magst du, was magst du als erstes abgeben? Ich würde schon fast sagen, das mit dem Rückbrecherrad ist zwar weit weg, aber wenn wir erst zurücklaufen, haben wir noch einen weiteren Weg. Und wir können ja von Rückbrecherrad dann einen Ruhestein machen, wenn du verstehst. Ja, aber vielleicht können wir dann dort mit der Quest, weil es ja ein neues Gebiet dort. Glaubst du, so schnell ist die Höllenfeuerhalbinsel aber nicht vorbei gewesen? Nein, aber zumindest kriegen wir vielleicht von dort nichts mehr, von den anderen beiden. Kann auch möglich sein. Na gut, dann machen wir das, was der... gesagt hat.
Dass hier unten aber auch so viel ist, ne? Das ist so ein bisschen wie das Lager von denen. Ja, und die Hexenmeister schießen mir schon nach. Eigentlich bin ich jetzt sehr stolz, dass ich das überlebt habe. Das waren schon viele. Ja, die waren ja auch alle blutrot, die waren ja viel höher als du. Ja, also die kannst du ja nicht so gut treffen dann mit den Attacken. Stimmt, aber trotzdem habe ich sie ihnen ins Gesicht gespuckt und sie geblendet, ja. Genau. Ich muss mal schauen, wie ich einen Punkt verteilen. Was gehen wir denn da hin? Boah, ich freue mich schon. Nächstes Level noch und dann bam. Reiten. Das heißt reiten, fliegen. Cool. Nee, aber jetzt, wo ich gerade so auf den Frankie gucke, bin ich richtig froh, dass ich ihn nicht ausgetauscht habe, weil, guck mal, er ist ja von deiner Heimat, ne? Von den Blutelfen. Ach so. Das war jetzt nicht der Grund, aber halt, dass der ist hier in der Scherbenwelt und die meisten haben hier ja meistens schon irgendwas anderes. Stimmt. Wow, was ist das? Benutzen? Entfernt alle Bewegungseinschränkungen und Effekte sowie alle Effekte, die du bei Verlustung und Kontrolle über. Nee, das ist mehr PvP eigentlich. Das kann ich verkaufen. So, da kriegen wir, glaube ich, jetzt. Das war immer so irgendwie so komisch, wie du gesagt hast, er kommt von deiner Heimat. Ja, der Sephiroth ist in Wirklichkeit ein Elfe. Ja, das stimmt. Und ganz lange Ohren. Und andere Dinge sind auch ganz schön lang. Ja, zum Beispiel der Hoden. Stimmt. Ich tue meistens, dort, wo ich bin, sind ganz arme Leute und die haben keine eigene Glocke. Da muss warte ich mal, wo rennst du hin gerade? Gehst du? Wo rennst du eigentlich hin gerade? Die Verstärkung abschneiden, abgeben? Ja, wollte ich, aber ich warte noch auf dich. Ja, nee, ich bin schon fertig, ich wollte nur wissen, wo du hingehst. Also. Ja, der Darth Sephiroth ist sehr aktiv. Also, abgesehen davon, dass er bei der Post arbeitet, macht er noch eben, wie gesagt, in den Glockenjob. Für die armen Dörfer und so weiter, die können sich halt keine Glocke leisten. Stimmt. Und da er die extra lange Glocke hat, macht er das dann für die. Ich habe dir übrigens auch die lange Glocke, aber mich wollten sie nicht nehmen, wegen zu langen Sackhaaren. Naja, du wolltest ja unbedingt ein Blaskonzert auch dazu haben, das war ihnen genau. Zu teuer. Ja, stimmt. Und das alles müssen ja 10 Cent Noten sein, weil sonst geht das nicht. Stimmt. Ich bin ein armer Schlucker, ich kann mir keine 90 Euro Noten leisten. Stimmt. Stellst du dir vor, das sind viel zu teuer. Warum Noten aber auch so viel verlangen, ne? Verstehe ich nicht. Du? Verstehst du das? Also, wäre ich eine Nutte, würde ich nicht so viel verlangen. Wie viel willst du denn verlangen? 120 Euro statt 90. Eine hochqualitative Nutte. Glückwunsch! Danke, danke. So. Moment, neuer Talentpunkt. Ach, guck mal, jetzt kann ich endlich weiter skillen. Was haben wir da? Nahkampf alleine, blablabla. Ne, das ist PvP. Was haben wir da? Erzielt euer Tier mit einem einfachen Angriff einen kritischen Treffer, regeneriert ihr sofort 3 Fokus. Das hört sich so schmal an. Was haben wir da? Wildes Herz. Wenn euer Tier unter dem Einfluss vom Zorn des Wildtiers steht, verfallt ihr ebenfalls in Wut und verursacht 10% zusätzlichen Schaden, während die Fokuszeit aller eurer Schüsse und Fähigkeiten um 50% verringert sind. Hält 10 Sekunden lang an, das hört sich geil an. Was haben wir da? Erhöht euren maximalen Fokus sowie den eures Tiers um 5. Das killen wir direkt als nächstes, aber erst hauen wir mal hier einen Punkt drauf. Ich glaube, ich habe nicht mal schlechte Skillung. Du hast so schnell gelesen, ich habe nichts verstanden. Ja, das ist ja auch Sinn der Sache. Okay. Warte mal, wo rennst du hin? Du rennst komplett falsch. Ah ja, wir müssen ja fliegen, gell? Ja. Siehst du, was der Onkel Kage alles noch weiß? Gebt mir einen Windreiter, ich werde zurück zum... Was? Zum Rückenbrecherposten fliegen. Ich habe einen Bombenauftrag. Ja, genau. Ich habe einen Bombenauftrag. Ich bin voll cool und so. Ich bin ein Terrorist. Ah, ich hasse das, dass man extra immer untermounten muss. Ja,
Das ist der Osama Bin Laden Auftrag. What? Oh, wir haben eine PvP-Quest, hä? Nehmt den Rundblick ein, nehmt das Stadion ein und nehmt den Trümmerpass. Das müssen wir nicht unbedingt machen. Weißt du, wo das ist? Das kenne ich ja gar nicht. Ja, man muss dort so lange stehen bleiben. Achso, ich soll halt schon mal schießen, ist. Ne? Wie schieße ich mit dem Scheiß? Ach, da. Eine Bombe. Ist das jetzt richtig gewesen? Was muss ich machen, hallo? Welche Bombe? Hast du dich golden? Ja, habe ich. Du hast... Hast du eigentlich nichts bei den ganzen Quests daneben immer die Quest-Items auch? Doch. Und benutzt du sie dann nicht? Puh, weil ich schwer vom Begriff bin. So, okay. Das erklärt alles. Hat's gezählt für dich? Jo. Bam. Das war's, oder? Stimmt. Das war ja voll leicht. Das ist für die Dummies. Yep. Wie wir. Ha, 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 Das erinnert mich gerade so an Dingens, na, wie hieß der Film? Austin Powers. Stimmt. Da waren die ersten zwei Teile wirklich genial. Goldständer war, fand ich jetzt aber nicht so geil. Nein, der war absolut der Schwächste. Nachdem ist ja nichts mehr gekommen. Ja. Verständlich. Die ersten zwei Teile, die habe ich mir sau oft angeguckt. Ich habe mir beide mindestens schon 6-7 Mal angeschaut. Beide Filme. Finde ich richtig gut, der Film. Einfach eine flotte Vagina, ne? Ich habe immer so über die Namen so lachen müssen. Ja, wo er in den Pool reinsteigt, ne? Und sie fragt, wie sie heißt, ne? Ja. Ich heiße Miss Vagina. Oh, Miss Vagina. Da war aber nichts dabei für mich. Wir müssen wieder fliegen. Dann fliegen wir Rückkehr wieder. Rückkehr nach dreimal müssen wir auch wachen. Schickt mich zur absissischen Untiefe. Yep. Jetzt müssen wir nämlich 20 Peons, 5 Verarbeiter und 5 Teufelskanonen zerstören. Oh mein Gott, zu viel! Osama Bin Laden in Action. Oh. Im Koop mit Saddam Hussein. Hallo zusammen! Das haben wir wieder im Koop mit Saddam Hussein, genau. Kennen sich die zwei Trotteln eigentlich? Naja, beide sind. Die waren ja nicht tot sein und der andere ist tot, ja. Ja, aber kennen sich die direkt? Weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Die sind tot! Ja, aber kannten sie sich in den Lebzeiten, meine ich. Ja, im Himmel sind alle oder in der Hölle gleich, ja? Ja, die waren ja beide voll die kranken Typen. Wahrscheinlich haben sie sich ständig bei Facebook miteinander unterhalten. Und was bombardierst du momentan? Na, ich weiß noch nicht. Momentan Friedensphase. Zu wenig Geld. Ende des Monats bekomme ich aber vom Amt welches. Dann könnten wir uns eventuell eine Bombe basteln. Wohlfahrt Amt oder was? Haben wir es geschafft? Ja, oder? Ja. Die waren früher aber schon um einiges mehr, was man killen hat müssen. Stimmt. Kam jetzt auch ziemlich spanisch vor. Heute ist wieder mal so richtig grauslich heiß draußen. Heute ist wieder heiß, ja. Morgen soll es aber wieder kühler werden. Aber ich finde, es geht. Es geht. Obwohl es heiß ist, geht's eigentlich mit Aufnehmen. Das war schon schlimmer. Ja, das schon. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ich habe mich eh schon gefragt, ob ich heute vielleicht ansprechen soll, was manchmal von Nachteil sein kann, wenn man in Deutschland bzw. Österreich wohnt. Da gibt's einige Nachteile. Wir zwei mussten das ja vorgestern erleben. Ne, gestern. Jo. Gestern. Genau, weil Leute, da wollte ich mir das Mikrofon bestellen und natürlich auch ein Tischstativ, damit ich das ja auch schließlich auf meinen Tisch stellen kann, ne? Ist ja logisch. Und das war ein recht gutes Tischstativ für 23 Euro. Gut, der Darth Sephiroth schmeißt alles in den Warenkorb bei Amazon und will das natürlich dann bestellen. Als Fehlermeldung kam dann, das Tischstativ kann nicht nach Österreich geliefert werden.
Bam, scheiße, was machen wir jetzt? Haben wir uns gut, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde damit beschäftigt, ein ähnliches Tischstativ zu finden, weil das einfach verdammt gut war, Leute. Man konnte es in jede Richtung biegen. Einfach perfekt, um für Let's Plays einfach geeignet. Und dann haben wir ein ähnliches gefunden, was heißt ein ähnliches, also sogar das gleiche, nur mit verbessertem Material sogar, aber um ganze 20 Euro teurer, also 43 Euro das gute Stück. Und da seht ihr mal, was das manchmal für ein Nachteil sein kann, wenn man in Österreich bzw. Deutschland wohnt, weil es gibt ja tatsächlich auch österreichische Shops. Zum Beispiel gibt es da bei uns die Firma Hightech, so nennt sich die, die machen erstklassige PCs. Und auch zu einem Hammerpreis, ne? Da weißt du ja, du hast ja auch deinen von dort gekauft. Sind wir gespitze, auch teilweise so gute Auszeichnungen bekommen. Ja, ja. In Sachen Gaming und alles wirklich. Ja, sind 20 exzellente. Jahre. Genau, 20 Jahre aktiv auch im Sachen PC-Zusammenstellung. Machen wirklich erstklassige PCs. Müssen schon wieder. Was, schon wieder? Ja. Aber red weiter, wir können das eh nebenbei bombardieren. Schickt mich zur abyssischen Untertiefe, ne? Jo. Ja, na und passt auf, und da war folgendes, da hatte ich mal einen YouTube-Kollegen und der meinte halt, dein PC ist halt toll und pipapo und wo hast du den her und wie viel hast du bezahlt? Und ich habe gesagt, ich habe 800 Euro bezahlt und der meinte halt, dass das günstig ist für die Hardware, die ich habe. Und jetzt muss ich auch zustimmen, der war aber auch ein Angebot, ne? Und normalerweise hätte er 1100 gekostet. Und sage ich halt zu ihm, ja, bestell doch auch dorten. Und da meinte er halt, er hat halt nicht so viel auf der Flosse und er möchte halt gern per Ratenzahlung machen. Und ich sagte, ja, ist ja kein Problem, bestellst du halt, ne, habe ich ihm die Seite geschickt. Und schnell musste er dann leider feststellen, dass das, wenn man in Deutschland wohnt, nicht geht. Weil es eine österreichische Firma ist. Und so ist es auch umgekehrt. Mit den deutschen Firmen, die eben zum Beispiel eben nur die Teilzahlung oder überhaupt nur nach Deutschland versenden. Das ist schon manchmal ein extremer Nachteil, vor allem wenn man es richtig gute Schnäppchen sieht und die dann aber eben wegen diesem Problem nicht kaufen kann. Eben das Tischstativ ist das beste Beispiel, ich muss eben 20 Euro jetzt mehr bezahlen. Ist schon mies, ne? Was sagst du dazu? Schon, weil an und für sich ist ja trotzdem noch immer etwas, was sie anbringen, ja. Aber andererseits, wenn sie überhaupt keine Connections liefermäßig haben ins andere Land, dann kann ich es ein bisschen verstehen. Es wirkt aber nicht so zeitgerecht, muss ich ganz ehrlich jetzt zugeben. Ja, eben. Und ich muss ja auch sagen, die Firma, die dieses Stativ gemacht hat, Dietech, ne? Mhm. Die ist ja, wie man gesehen hat, machen die extrem gute Stativs. Du hast ja gesehen, wie hieß die andere? Cube irgendwas, ne? Ja. Und die hat ja das richtig abgeguckt eigentlich von Dietech, das Stativ. Das sah ja genau gleich. Viel gepanzerter, also viel stärker. Genau, hat auch viel mehr Gewicht. 3 Kilo wiegt das Stativ alleine. Und das andere hat gerade mal 1,5 gewiegt. Gewogen. War das jetzt gewogen, ja. Oh Gott, gewiegt, Alter. Ich komme mir manchmal vor wie so ein spanischer Türke oder sowas. Und damit nichts gegen Spanier oder Türken unter euch. Aber ich habe einmal in einem Englischkurs habe ich einen philippinischen Schotten gehabt, ja. Ja, ich finde die Dialekte einfach klasse, muss ich sagen. Egal, ob jetzt deutsche Dialekte, da haben wir ja auch einen bei Geocore Gaming, wo ich ja auch Teil bin, der den Kanal halt gemacht hat, der hat auch einen verdammt lustigen Dialekt. Ich finde das cool irgendwie. Man lernt auch sehr viel daraus. Dialekte kann man echt... Wir müssen jetzt auch wirklich nicht sagen, dass ich in irgendeiner Form rassistisch oder irgendwas wäre, ja? Nee, ich bin sehr kulturoffen, muss ich auch sagen. Ja, ich auch. Haben wir aber immer schon. Wir haben nie Probleme gehabt mit Leuten. Am meisten begeistert mich ja die chinesische und die japanische Kultur. Die finde ich richtig cool. Muss ich sagen, gefällt mir auch irrsinnig, alleine vom Ehrgefühl her und so. Genau, richtig. Die haben einfach richtig viel Stolz und alles und das finde ich einfach cool. Das brauchst du jetzt nicht nehmen, das ist, glaube ich, immer dasselbe. Warum? Bringt uns das nicht extrem viele EB ein? Nein, ich glaube, jetzt haben wir gar nichts dafür gekriegt. Lol, Alter, was wir das für Zeit verschwenden. Aber wir sollten jetzt eh hier einen Cup machen, lohnt sich nicht mehr hier von hier wegzureiten. Okay. Okay, Leute, dann haut mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Part natürlich wieder. Und wie es dann weitergeht, seht ihr dann. Bis dann. Alles klar. Bis dann.